Wir können ihn hier oben anmachen. Dann haben wir hier oben einmal die Batterieanzeige. Das ist jetzt die Autostufe, das heißt Automatik. Das ist der Vorteil. Er sieht jetzt, hier haben wir Teppich. Und wenn ich jetzt von dem Teppich, aber bei dem Teppich hat er automatisch hochgeschaltet. Wenn ich jetzt runtergehe auf die Fliese, dann hört ihr, dann sagt er, okay, da muss ich nicht so heftig arbeiten. Gehe ich wieder her, ich bin auf den Teppich. Dann fängt er gleich wieder an, etwas schneller zu laufen. Wie jetzt. Das ist die Auto. So, es ist normalerweise so, wenn wir jetzt so einen Zyklonstaubsauger, einen beutellosen Staubsauger haben, dann gefällt es vielen Leuten, mich inbegriffen, nicht, diesen Dreck dann im Prinzip dann rauszunehmen und irgendwo dann an Müllbeutel zu gehen und den da reinzukippen. Da staubt es immer, je nachdem, was man so alles in der Wohnung hat. Muss man hier aber gar nicht machen. Wie gesagt, man kann es machen, muss man aber nicht, denn wenn man jetzt hier schön ein bisschen gestaubsaugt hat, dann ist die, einfach die Möglichkeit, hier auf diese Zusatzstation zu gehen. Und diese Zusatzstation, ich mache sie hier mal an der Seite auf, hat hier ein kleines Fach und hinter diesem Fach ist ein sehr großer Beutel. Das heißt, der ist beutellos, aber die Absaugstation hat einen wechselbaren Beutel. Sehr, sehr intelligent und sehr, sehr schönes System. Das funktioniert auch wirklich sehr gut. Und dieser Beutel, der hier drin ist, kann man natürlich nachkaufen, logisch, der frisst eine ganze Menge Zeug. Ich glaube, 2,5 Liter oder so passen da rein, mindestens. Also das ist relativ viel. So, und damit wir uns die Fingerchen nicht schmutzig machen müssen, setzen wir den nach dem Staubsaugen einfach hier drauf und lassen den hier reinfahren. Jetzt ist er automatisch hier auf Kontakten drauf und wird jetzt automatisch geleert. Das heißt, das ist jetzt so, dass der 15 Sekunden, das ist jetzt hier, das ist nicht der Staubsauger, sondern diese untere Geschichte hier.